Wenn die Welt in Frieden ist, wenn alle Dinge in Ruhe sind, alle in ihren Wandlungen, ihren Oberen folgen, dann lässt sich die Musik vollenden. Wenn die Begierden und Leidenschaften nicht auf falschen Bahnen gehen, dann lässt sich die Musik vervollkommnen. Die vollkommene Musik hat ihre Ursache. Sie entsteht aus dem Gleichgewicht. Das Gleichgewicht entsteht aus dem Rechten. Das Rechte entsteht aus dem Sinn der Welt. Darum vermag man nur mit einem Menschen, der den Weltsinn erkannt hat, über die Musik zu reden. Die Musik beruht auf der Harmonie zwischen Himmel und Erde, auf der Übereinstimmung des Trüben und des Lichten. Also es erschien mir nach Lektüre der Texte und auch Christoph von Blumröders Grundlegung zur Musik, Karl-Heinz Stockhausens, erschien mir das schon auch in enger Verbindung mit Ihnen, Ihrer Person und Ihrer Musik stehend, was hier zum Ausdruck kommt. Also einmal diese Auseinandersetzung direkt mit der Musik. Was ist eigentlich Musik? Der Musikbegriff selbst. Also Musik in, nicht wie heute verstanden, so im engeren Sinne nur das, was wir hören, wenn wir nicht arbeiten, oder das, was wir tun, wenn wir uns entspannen wollen, ausruhen wollen, sondern ich habe da irgendwie das Gefühl, dass der Musikbegriff bei Ihnen ein viel weiterer ist. Also es gibt in der gesamten Menschheit, speziell aber in Europa, eine tiefe Skepsis und ein Widerwillen gegen den Gottesbegriff und überhaupt gegen die Hierarchie und überhaupt gegen die Vorstellung, ein Künstler sei etwas Besonderes. Und in dieser Zeit zu arbeiten, ist tatsächlich außerordentlich schwer. Man kann also eigentlich nur im Untergrund der allgemeinen Menschheitsgesellschaft arbeiten und darauf hoffen, dass die Werke, die aus der Auffassung, dass ich nicht die Quelle meiner Musik bin, sondern Schwingungen übertrage, die aus dem Kosmos durch mich in diese Welt kommen, dass ich ein Radioempfänger bin, das kann man für sich täglich leben und beten, dass das auch in Ordnung ist, dass das stimmt. Aber man kann nicht mehr erwarten, dass das zahlreiche Menschen auch annehmen und glauben. Der Künstler ist zurzeit für die Menschen eigentlich nicht mehr erkannt. Ich sage das jetzt sehr sorgfältig. Mhm. Wenn ein Künstler eine besondere Ehrung erfahren soll, indem die sagen, mach mal, wir brauchen dich. Wir brauchen dich als Radioempfänger, als Visionär oder als Leuchtturm in der Geschichte, dann gibt es schon Krach. Also ich bin 25 Jahre in meinem Land, vor allen Dingen seit 1968, seit hier ein extrem sozialistischer Geist war, angeklagt worden in allen Radiostationen und in tausenden Zeitungsartikeln, ich sei elitär, ich sei doktrinär, ich sei imperialistisch mit meiner Musik, ich sei hierarchisch orientiert und das alles sei reaktionär, das gehörte noch in die alte Gesellschaft, ich sei nicht aktuell, gesellschaftlich notwendig, solche Begriffe kamen auf und in Rundfunksendungen wurden die gesprochen und in Texten geschrieben. Also ich habe diese Argumente gegen mich als Künstler, der beansprucht, dass in meiner Musik sich auch eine göttliche Gesetzmäßigkeit ereignet. Ich habe diesen Kampf erlebt und der ist keineswegs vorbei. Also man ist als Musiker nicht einmal mehr so geschätzt, wie noch die Aristokratie die klassischen Komponisten geschätzt hat oder die frühere religiöse Tradition in den Kirchen manche große Kirchenmusiker geehrt und geschätzt hat. Das gibt es alles nicht mehr. Ein Komponist ist eigentlich... Trotzdem sagen Sie Licht. Genau, ich sage Licht, denn das Licht ist tatsächlich der Geist, der uns alle erfüllt und ständig erfüllen sollte aus dem Kosmos. Also der geistige Strom, so heißt es auch in Litanei, die Ströme, die durch mich fließen, diese möchte ich also in akustische Formen bringen, in Musik. Ja, das ist eine sehr unzeitgemäße und doch dringend notwendige Orientierung.
Das habe ich heute Morgen auch als ersten Punkt im Fernsehen gesagt. Das allererste ist es, dass man durch die Bewunderung der neuen Entdeckungen in der atomaren Welt und in der makrokosmischen Welt, in der stellaren Welt, bis in die fernsten Fernen, dass man also Musik immer wieder formt in Erinnerung an diese Vorbilder und dass man sich nicht irren lässt. Also das Wichtigste ist, als jetzt als neue Orientierung nicht nur die Gesamttechnik, für die ich einstehe, als extremer Elektroniker, sondern dass diese Technik dient einem neuen Weltverständnis und einem neuen Menschheitsverständnis. Sonst hat das ja alles keinen Sinn. Also noch weiter für eine Unterhaltungsmusik auch auf gehobener Ebene zu sorgen, das interessiert eigentlich mich nicht, sondern ich will erreichen, dass diese Musik irgendwie spiegelt mein Gottesbewusstsein und mein kosmisches Bewusstsein. Ich beschreibe diesen Gott nicht, aber er ist wirklich der Geist, der alles zusammenhält.